Wenn du einen Firmenwagen hast, den du auch privat benutzt, musst du diese private Nutzung versteuern. Und zwar als Leistungsentnahme. Und es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie du das Ganze berechnen kannst. Das ist einmal die 1%-Methode oder die Fahrtenbuchmethode. Die genauere und in der Regel auch die günstigere Methode ist die Fahrtenbuchmethode, die allerdings mit mehr Arbeit verbunden ist. Und diese Arbeit kannst du dir sparen oder zumindest vereinfachen mit einem elektronischen Fahrtenbuch. Und WimCar ist da so der bekannteste Anbieter. Und in diesem Video nehmen wir WimCar einfach einmal etwas genauer unter die Lupe und schauen uns an, wie funktioniert die App, wie ist da der ganze Ablauf und so weiter. Und dafür nehme ich dich mit auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns erstmal auf der Seite von WimCar. WimCar hat tatsächlich unterschiedliche Angebote, auch so Fuhrparklösungen und so weiter. Aber ich denke, für euch ist vor allem das elektronische Fahrtenbuch interessant. Und bei WimCar läuft das folgendermaßen. Man hat so einen kleinen Stecker. Und zwar so sieht der Ganze aus. Und diesen Stecker, den steckt man bei sich ins Auto. Und zwar in das OBD-System. Das heißt das Onboard-Diagnosesystem. Dieses System wird in der Regel von Autowerkstätten genutzt, um das Auto auszulesen. Und diesen Stecker benutzt du quasi für dieses WimCar-Fahrtenbuch. Was hier ganz interessant ist, dieser Stecker hat eine eigene SIM-Karte. Das heißt, dieser Stecker überträgt deine Fahrten in die Cloud, auch wenn dein Handy nicht in der Nähe ist. Das ist ein Unterschied zu anderen Fahrtenbüchern, weil bei anderen Fahrtenbüchern muss unter Umständen dein Handy in der Nähe sein. Es kann ja immer mal sein, dass das Handy leer ist, dass du es vergisst, dass vielleicht jemand anderes mit dem Auto unterwegs ist und dann werden die Fahrten nicht aufgezeichnet. Bei WimCar läuft das Ganze anders. Durch die SIM-Karte werden die Fahrten immer aufgezeichnet und du kannst sie dann später entweder per App auf deinem Smartphone, also Android oder iOS-App, kategorisieren oder aber auch über die Browser-Version. Genau das schauen wir uns gleich einmal an. Und hier an dieser Stelle auch noch einfach einmal Transparenz halber. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit WimCar und du kannst bei WimCar tatsächlich auch sparen und zwar mehr als diese 10%, die auf der Webseite stehen. Und zwar, wenn du einfach einmal hier klickst, dann siehst du erstens einmal den Preis und zwar kostet es standardmäßig 24,90 pro Monat. Wenn du hier allerdings Steuerfit 2024 eingibst, dann reduziert sich der Preis um 12%. Wenn das Ganze für dich interessant ist, dann benutze unbedingt den Code STEUERFIT2024. Und ich würde sagen, wir wechseln einfach mal in das Interface von WimCar, um uns genauer anzuschauen, wie das Ganze eigentlich funktioniert und wie das aufgebaut ist. Wenn wir uns bei WimCar einloggen, dann ist das so der erste Screen, den wir sehen. Das heißt, wir sehen hier als erstes erstmal alle aktiven Fahrtenbücher, die wir haben. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich eher ein Auto. Und dann können wir da draufklicken und sehen dann alle Informationen zu unseren Fahrten. Das heißt, wir haben, um das zu sehen, jetzt einmal den Stecker in das Auto gesteckt und das Ganze hier verbunden und sind jetzt einfach mit dem Auto gefahren. Das heißt, WimCar zeichnet die Fahrten ganz automatisch im Hintergrund auf und dann sieht das Ganze für dich folgendermaßen aus. Du siehst hier einfach alle Fahrten und wir gehen einfach mal in eine Fahrt rein, um zu zeigen, wie das Ganze denn aussieht. Das ist jetzt eine Fahrt in Hamburg und die kann ich jetzt hier quasi kategorisieren. Entweder es ist eine Mischfahrt, also Teil beruflich, Teil privat. Es kann eine Privatfahrt sein. Es war ein Arbeitsweg, also die Fahrten zwischen Wohnung und Büro. Das hast du natürlich nicht, wenn du zu Hause arbeitest, aber viele Leute pendeln ja in irgendeiner Form. Oder es ist eine Betriebsfahrt, das heißt irgendwie eine berufliche Fahrt, Kundentermine, Besichtigung, was auch immer du beruflich machst. Und die kannst du kategorisieren und je nachdem, was du eingibst, musst du noch weitere Informationen hinzufügen. Bei Privatfahrten musst du nichts weiter machen. Bei Privatfahrten will das Finanzamt auch nicht mehr wissen, weil privat ist privat. Die setzt du eh nicht von der Steuer ab. Das heißt, da musst du eh drauf Steuern zahlen. Deswegen ist dem Finanzamt das egal. Interessanter und wichtiger wird es, wenn du hier Betriebsfahrten eingibst. Dann musst du zusätzlich nämlich deinen Geschäftspartner eingeben. Also mit wem hast du dich getroffen? Du musst einen Anlass angeben und eventuell Bemerkung. Vielleicht hast du einen Umweg genommen, weil es einen Stau gab und so weiter. Und das kannst du hier eintragen. Wenn du hier zum Beispiel Hans Meier auswählst, dann kannst du das so machen. Und du siehst hier jetzt schon einen großen Vorteil. Du kannst tatsächlich Geschäftspartner anlegen. Natürlich kann ich jetzt auch Max Meier, das ist der Sohn, und kann jetzt hier auch einzelne Dinge eintragen. Eine Besprechung mit Max Meier und kann jetzt hier Projekt XYZ eintragen. Und
dann kann ich hier auch auswählen, ich möchte diesen Kontakt auch speichern. Mit Max Meyer werde ich mich häufiger treffen. Aber es gibt natürlich auch immer Fahrten, wo man ja, sich nur ein einziges Mal trifft. Und dann kannst du das Ganze so speichern. Und dann sieht man hier schon anhand dieser Icons, diesen Kreis hier, diese Fahrten wurden jetzt kategorisiert. Bei diesen Fahrten habe ich das noch nicht gemacht. Ganz, ganz wichtig, dieses Kategorisieren solltest du zeitnah machen. Wimka geht nämlich, wenn du das 7 Tage lang nicht machst, automatisch davon aus, dass diese Fahrten dann privat sind. Und das ist keine Regelung, die sich Wimka ausgedacht hat, um dich zu ärgern, sondern das Finanzamt schreibt vor, dass du dein Fahrtenbuch zeitnah führst. Und deswegen musst du das zeitnah machen. Das ist also keine Wimka-Idee, sondern ja, so ist halt leider das Gesetz. Was natürlich auch immer mal sein kann, ist, dass Fahrten fehlen. Das ist meiner Erfahrung nach, tritt das nicht besonders häufig auf, aber es kann aus welchen Gründen auch immer ja mal passieren, dann kannst du hier fehlende Fahrten melden. Das heißt, dann kannst du hier Fahrten eintragen, die eventuell nicht erfasst worden sind. Aber das passiert nicht besonders häufig. Ich persönlich hatte das noch nie, dass eine Fahrt gefehlt hat. Manchmal ist das so bei so ganz kurzen Fahrten. Also keine Ahnung, wenn du tanken um die Ecke fährst oder nur Briefe zum Briefkasten fährst, dann kann das manchmal sein, dass Fahrten nicht als Fahrten erkannt werden. Das ist zumindest so das, was ich auch von Mandanten gehört habe. In der Regel ist aber genau das ja der Vorteil, dass du diese Fahrten nicht einzeln eintragen musst, sondern dass das automatisch passiert. Das heißt, dass sich diese Liste automatisch führt und du nur noch diese Informationen ergänzen musst, mit wem du dich getroffen hast und so weiter. Und ich weiß, dass es einige Leute gibt, die beim Thema Fahrtenbuch sehr sensibel sind wegen Datenschutz, weil man möchte vielleicht nicht seine genaue Route irgendwie ins Internet übertragen und da abspeichern. Oder aber man nutzt dieses Fahrtenbuch ja als Angestellter und ja, möchte nicht, dass der Arbeitgeber jetzt weiß, welche Route man nimmt und was auch immer. Und das macht Wimka tatsächlich folgendermaßen. Und zwar wird einfach nur der Startpunkt und der Endpunkt aufgezeichnet. Das heißt, man sieht hier, es wird keine genaue Route aufgezeichnet, sondern es wird einfach nur die Fahrt aufgezeichnet. Also genau das würdest du ja auch bei so einem Papierfahrtenbuch aufschreiben. Da schreibst du den Kilometerstand am Anfang und am Ende auf und ja, wie viele Kilometer du dazwischen gefahren bist. Da schreibst du jetzt ja aber auch nicht Schritt für Schritt genau, welche Kreuzung und welche Kurve du wie genommen hast. Und das macht Wimka hier auch nicht. Das heißt, es werden auch nicht unnötig viele Informationen gespeichert. Und vielleicht bist du auch in einem Bereich tätig, wo du gar nicht zu viele Informationen über deine Kunden und deine Mandanten preisgeben möchtest. Das ist zum Beispiel bei Ärzten, die Hausbesuche machen oder bei Anwälten und so häufig so, dass die im Fahrtenbuch nicht zu viele Informationen über ihre Kunden ja, preisgeben möchten, weil sie es auch nicht dürfen aufgrund von der Verschwiegenheitspflicht. Dann kannst du hier natürlich auch immer mit Initialien arbeiten. Wichtig ist allerdings, dass du dann ein separates Verzeichnis führst, quasi eine Übersetzung, ein Schlüssel, was diese ja, Bezeichnung bedeuten. Also Melchior Neumann könntest du zum Beispiel mit MN abkürzen oder MN5, wenn du schon andere MNs hast. Wichtig ist halt nur, dass es irgendwo übersetzt ist, was das Ganze bedeutet. Das heißt, all das Ganze kannst du machen und dann werden natürlich auch diese Daten nicht bei Wimka gespeichert. Was ich als absoluter Zahlenfanatiker liebe, sind die Statistiken. Weil du kannst hier oben einfach mal auf Statistiken gehen und dann wählst du beispielsweise diesen Monat aus und zeigst dir deine Statistik an. Und dann siehst du eine Auflistung, wie viel prozentual, wie viel Privatfahrten, wie viel Mischfahrten, wie viel Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit du eigentlich genau gemacht hast. Das finde ich einmal spannend, weil ich selber bei mir neugierig bin, mich quasi zu optimieren und ja, mein Verhalten genauer zu verstehen. Und natürlich hat das Ganze auch steuerliche Bedeutung, weil der Anteil der Privatfahrten macht eventuell das Fahrtenbuch attraktiver oder die 1%-Methode attraktiver. Das heißt, da einen zeitnahen Überblick zu haben, ist immer sinnvoll. Und natürlich sind das auch die Informationen, die das Finanzamt interessiert, beziehungsweise den Steuerberater, falls du einen Steuerberater hast. Deswegen finde ich diesen Bereich mit diesen Statistiken super spannend. Was ehrlicherweise ganz viel Arbeit spart bei so einem Fahrtenbuch, ist einmal ja natürlich das automatische Aufzeichnen im Hintergrund der eigentlichen Fahrten, dass du es dann nur noch kategorisieren musst. Aber das Kategorisieren kannst du natürlich ganz erheblich beschleunigen, wenn du deine Geschäftspartner anlegst. Wir haben das eben schon gesehen, wie du das Ganze machen kannst beim Kategorisieren, dass du jetzt Max Meyer da eintragen kannst und dann setzt du einfach auf Speichern. Aber du kannst tatsächlich auch hier direkt reingehen und einfach Kontakte schon mal anlegen. Wenn du irgendwelche Lieferanten hast, irgendwelche Geschäftspartner hast, dann kannst du die hier auch einfach anlegen und dann kannst du sie später beim Kategorisieren einfach aus so einem Dropdown-Menü auswählen. Also dann kannst du hier einfach hingehen und dann kannst du das hier auswählen. Und das Ganze funktioniert beim Geschäftspartner, bei der Firma, aber tatsächlich auch beim Anlass, weil je nachdem, wie dein Geschäftsmodell funktioniert, hast du ja unterschiedliche Anlässe, warum du unterwegs bist. Und diese Anlässe kannst du tatsächlich auch
schon voreinstellen. Natürlich gibt es ein paar, so wie Tanken fahren oder Meeting, Kundengespräch, Besprechung. Aber wenn du ein Architekt beispielsweise bist, dann hast du vielleicht auch Objektbesichtigungen und so weiter. Und eine Objektbesichtigung habe ich als jemand aus der Steuerberatung oder jemand, der YouTube-Videos produziert, natürlich nicht. Und deswegen brauche ich das Ganze hier natürlich nicht. Ich habe aber unter Umständen andere Anlässe und die kann ich hier auch anlegen. Und natürlich machen wir das Ganze nicht aus Spaß. Also kein Mensch führt Fahrtenbuch, weil das so spaßig ist und weil jeder Freude daran hat, sondern für die Steuer. Und deswegen ist natürlich die Exportfunktion wahnsinnig wichtig. Und die findest du hier auch auf der linken Seite. Du kannst einfach die Daten deines Fahrtenbuches exportieren. Und das ist ehrlicherweise auch der Bereich, ab dem meine Kompetenz anfängt. Weil wir als Steuerberatung haben ja vor allem mit Exporten aus WIMCAR zu tun. Das ist einfache Handling, das habe ich mit einem Auto, aber tatsächlich betreuen wir eine ganze Reihe von Mandanten, die WIMCAR benutzen. Deswegen weiß ich auch, dass das WIMCAR-Fahrtenbuch einwandfrei funktioniert und für ganz viele von unseren Mandanten einfach wirklich unfassbar viel Zeit spart. Was meine Arbeit betrifft, also die Arbeit des Steuerberaters oder die Arbeit in der Buchhaltung, dann weiß ich, dass das einfach sehr gut und strukturiert geführt ist, dieses Fahrtenbuch. Und das ist auch der Grund, warum WIMCAR-Fahrtenbücher vom Finanzamt anerkannt werden. Vielleicht sollte man da auch noch einmal wissen, weil da gibt es manchmal so ein paar Irrtümer. Das Finanzamt spricht keine aktiven Empfehlungen aus für bestimmte Fahrtenbücher. Allerdings spricht das Finanzamt grundsätzlich keine aktiven Empfehlungen aus für irgendeine App oder irgendeine Software. Das heißt, du wirst niemals sehen, dass das Finanzamt wirklich aktiv etwas empfiehlt. Worauf du immer achten solltest, ist, werden bestimmte Softwarelösungen oder in dem Fall elektronische Fahrtenbücher grundsätzlich anerkannt? Wurden die vielleicht von Steuerberatern mitentwickelt und wurden Fahrtenbücher in der Vergangenheit auch schon anerkannt? Und da kann ich dir bestätigen, WIMCAR-Fahrtenbücher werden vom Finanzamt in der Regel vollkommen ohne Probleme anerkannt. Allerdings kann es unter Umständen trotzdem auch mal zu Problemen führen, auch bei einem WIMCAR-Fahrtenbuch. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, hat weniger mit WIMCAR zu tun, aber einfach als wichtige Information, dass du trotzdem verantwortlich bist, dass das Ganze hier korrekt geführt ist, dass alle Fahrten da sind, dass der Kilometerstand stimmt und dass das Ganze vollständig und richtig geführt ist. Das ist ganz, ganz wichtig. WIMCAR kann dich von dieser, ich will mal sagen, gesetzlichen Pflicht nicht vollkommen entlasten. Du bist gesetzlich verantwortlich. Das kann WIMCAR nicht für dich übernehmen. WIMCAR spart dir wahnsinnig viel Zeit, dein Fahrtenbuch zu führen. Aber dass diese Angaben richtig sind und tatsächlich auch die automatisch mit dokumentierten Angaben, also das Datum und die Uhrzeit und der Kilometerstand und die Kilometeranzahl, das ist deine Verantwortung. Das heißt, du solltest immer einmal nochmal drüber schauen, dass das Ganze stimmt. Und wenn das Ganze nicht stimmt, dann kannst du das Ganze hier melden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil meiner Erfahrung nach gibt es in der Betriebsprüfung, wenn überhaupt, immer nur dann Probleme. Und es ist deine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Ganze stimmt. WIMCAR spart dir Zeit, spart dir aber nicht die gesetzliche Verpflichtung, ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen. Und ehrlicherweise war es das auch schon. Das sind die wichtigsten Funktionen, die du von WIMCAR kennen solltest. Das heißt, WIMCAR ist jetzt nicht überladen mit Funktionen. Aber ganz ehrlich, das soll es ja auch gar nicht. WIMCAR soll es dir einfach machen, dein Fahrtenbuch zu führen. Das heißt, es ist sehr, sehr straightforward, hat keine unnötige Spielerei und tut einfach nur solide und zuverlässig das, was es tun soll. Und zwar dir dein Fahrtenbuch zu führen oder dir dabei zu helfen, dass du dein Fahrtenbuch führen kannst. Der Vollständigkeit halber wollen wir uns natürlich auch noch einmal die Smartphone-App anschauen. Und ehrlicherweise ist die Smartphone-App für die Kategorisierung der Fahrten auch wichtiger, weil mein Smartphone habe ich bei nahezu jeder beruflichen Reise mit dabei und kann das mal eben mit ein paar Klicks kategorisieren. Die Browser-Version kenne ich vor allem eigentlich nur dann, wenn ich Kunden anlege oder aber wenn ich Daten exportieren möchte. Sieht zwar schön aus und war jetzt für dieses Video auch praktischer, die eigentliche Arbeit findet meistens eher mit dem Smartphone statt. Und wenn ich die Smartphone-App öffne, dann habe ich eigentlich alle Funktionen, die ich auch in der Browser-Version habe. Das heißt, ganz am Anfang habe ich erstmal alle Fahrten, die kann ich hier einfach kategorisieren, wenn ich draufklicke. Die sind jetzt natürlich schon alle kategorisiert. Ich sehe von wo bis wo ich gefahren bin, wann ich gefahren bin und so weiter und habe jetzt hier auch alle Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich mir auch hier nochmal die Statistiken anschauen. Ich kann die Daten auch am Handy exportieren. Ich kann die Fahrzeugdetails bearbeiten und so weiter. Und dann gibt es noch eine Funktion, die haben wir uns auf der Browser-Version noch nicht angeschaut und zwar sind es die Kosten. Du kannst tatsächlich auch die Kosten für dein Auto eintragen. Das heißt, wenn ich jetzt oben rechts beispielsweise auf das Plus klicke, kann ich zum Beispiel jetzt hier die Kosten für Autowäsche eintragen. Du kannst es zum Beispiel nutzen, um halt auch deine Ausgaben zu tracken, um herauszufinden, wie teuer eigentlich dein Auto pro Kilometer ist. Das ist zum Beispiel dann interessant, wenn du
für deinen Privatwagen ein Fahrtenbuch führst. Weil wenn du einen Privatwagen beruflich benutzt, dann kannst du entweder 30 Cent pro Kilometer ansetzen. Die meisten Autos kosten im Betrieb pro Kilometer deutlich mehr. Und um die tatsächlichen Kosten pro Kilometer zu dokumentieren, das könntest du zum Beispiel mit Wimka machen, wenn du hier einfach alle Kosten einträgst, die du für beispielsweise 3 Monate hast und alle Fahrten erfasst, dann hast du hier ja die Möglichkeit, dir ja das einfach auszurechnen, wie teuer dein Auto pro Kilometer ist, und dann kannst du die tatsächlichen Kosten pro Kilometer für deine betrieblichen Fahrten tatsächlich in der Buchhaltung absetzen. Das wäre jetzt so ein Anwendungsfall, wo das Ganze Sinn ergeben könnte, oder für die Weiterberechnung von den tatsächlichen Kosten an deine Kunden, wenn du das mit denen vereinbart hast, dass die ja die Kosten übernehmen. Da werden aber in der Regel eher Pauschalen vereinbart. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen guten Einblick in das Fahrtenbuch von Wimka geben. Wenn das Ganze für dich interessant aussieht, dann schau dir mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung an und vergiss nicht den Code STEUERFIT2024, denn damit sparst du 12%. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis: Du darfst die Versteuerungsmethode, also zwischen 1%-Methode und Fahrtenbuchmethode, immer nur zum 1. Januar wechseln. Also du musst dich immer für ein Jahr festlegen, was du machen möchtest, außer du hast unterjährigen Autowechsel, dann kannst du auch dann wechseln. Deswegen ist das ein Thema, mit dem du dich unbedingt am Jahresende beschäftigen solltest. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann kannst du natürlich wie immer einen Kommentar unter diesem Video schreiben und ich versuche dir dann gerne weiterzuhelfen. Ansonsten kann ich dir natürlich noch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf den Laufenden beim Thema Steuern, Buchhaltung, Finanzen, speziell für Selbstständige. Ich habe natürlich auch sonst noch ein paar weitere Empfehlungen für Softwarelösungen, die dir dein Leben einfacher machen. Alle Informationen dazu verlinke ich dir einmal hier oder du schaust dir einfach direkt die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.